Von Santa Cruz aus sehen wir nur die dicke Wolke und können deshalb ohne Einschränkung die wunderschöne alte Stadt entdecken. Und dann komme ich eines Morgens in dieses Cockpit. Der Wind ist eingeschlafen und weht die Asche nicht mehr in den Westen über das Meer. Die gesamte Marina ist schwarz, als es nicht mehr aufhören will und der Hals unerträglich kratzt, fliehen wir nach La Gomera. Kaffeegrund auf dem ganzen Boot. Eine Woche später gibt es wieder Wind auf der Insel und wir nutzen unsere Chance, um sie zu entdecken. Das Boot bleibt in La Gomera, wir wohnen im Hotel und haben einen Mietwagen. Und natürlich nähern wir uns auch dem Vulkan. Aber das zeigt ein anderes Video sehr viel ausführlicher.